Hallo Leute, im heutigen Minecraft-Tutorial möchte ich euch diese vollautomatische Witch-Farm vorstellen. Seit der Minecraft-Version 1.9 sind die alten witch Farmen behoben bzw. gepatcht worden, denn diese beruhten auf einem langen, in dem Spiel implementierten Bug, welcher dafür gesorgt hat, dass Mobs durch einen bewegbaren Boden durchgeglitscht sind. Seit der Version 1.9 wurde dieser größtenteils behoben und somit funktionieren die alten Witch-Farms nicht mehr. Im nun folgenden Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man eine Witch Farm baut, welche nicht auf Bugs beruht, sondern auf ganz normalen Minecraft-Mechanismen. Das Design zu dieser Witch Farm stammt nicht von mir, sondern von Sezumavoid und der Link zu ihm ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Funktionieren tut diese Farm auf einem ganz simplen und einfachen Effekt. Die Witches spawnen auf den Ebenen, berühren die Tripwire Hooks und somit wird jede Pistenreihe einzeln deaktiviert. Das Wasser spült die Hexen nach vorne und somit fallen diese automatisch in den Schacht nach unten. Im nun folgenden Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man diese Witch Farm baut, welche Materialien man dafür benötigt und wie einfach es eigentlich ist, diese Witch Farm im Survival Modus effizient zu kriegen. Bevor wir mit dem Bau der Farm loslegen, möchte ich euch kurz zeigen, welche Materialien man benötigt beziehungsweise wie ressourcenarm die Farm an sich ist. Ihr seht, wir brauchen ein wenig Glas, ein paar Building Blöcke, ein paar Strings, ein paar Tripwire Hooks, 27 Pistons bzw. Sticky Pistons, ein wenig Redstone, einige Hopper und ansonsten nur Materialien, welche man relativ einfach erfarmen kann. Außerdem möchte ich euch kurz noch zeigen, wie effizient diese Farm ist. Wenn man sie in einem optimalen Zustand baut, produziert diese bis zu 5200 Items die Stunde. Ich habe die jetzt mal für ein paar Minuten laufen gelassen und ihr seht, ich habe so viele Items innerhalb ein paar Minuten gekriegt, dass ich diese gar nicht mehr aufsammeln kann und diese sich hier unten schon sammeln. An dieser Stelle wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Tutorial. Nachdem wir eine Witchard gefunden haben, können wir uns nun an die Arbeit machen, unsere Witch Farm zu bauen. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, wie man eine Witch Farm baut, beziehungsweise auf welchem Prinzip diese funktioniert, kann ich nur den Wikipedia-Artikel empfehlen, welchen ich euch unten verlinken werde. Kurz zusammengefasst lässt sich sagen, dass Witches nur in der Witch hat bzw. in diesem Bereich spawnen können und genau diesen Effekt machen wir uns zunutze und können somit sehr, sehr hohe Spawnraten an Witches bei dieser Farm erreichen und somit sehr, sehr viele nützliche Items farmen. Wir müssen nun den Bereich markieren, welchen wir für unsere spätere Farm benötigen und dazu gehen wir hin entfernen diesen unteren block setzen hier ein slap welcher nach oben ausgerichtet ist und gehen nun so viele blöcke nach vorne wie unsere äußerste kante der witch farm nach vorne ausgerichtet ist nun gehen wir zur seite bis wir hier vorne unterm dach angekommen sind nun umrunden wir die witch farm bis wir hier hinten auch bei der äußeren ecke angekommen sind und bauen einmal so hier vorne einen kleinen rahmen welcher insgesamt eine Breite von 6 Blöcken und nachher eine Weite von 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Blöcken besitzt. Nun zählen wir ab 1 2, entfernen den dritten Block und setzen auch hier wieder eine Reihe. Diese hat die gleichen Maße wie die anderen, welche wir davor gebaut haben. Und auch hier zählen wir jetzt wieder 1, 2 ab, gehen auch hier wieder nach oben und könnten jetzt theoretisch dreimal unsere Spawn-Plattform bauen. Das machen wir jetzt auch, füllen diese komplett aus reißen die Witcher ab und setzen dann einmal eine Umrandung aus Erde hier ringsherum, entfernen das Wasser, sodass wir nachher ohne Probleme bauen können. Eine kleine Anmerkung nebenbei noch, natürlich ist die Spawnfläche von den Witches etwas größer, man könnte jetzt hier theoretisch noch einen Block weiter nach außen gehen, dieses ist jedoch bei dieser Farm nicht möglich, denn ansonsten wird das Wasser nicht weit genug fließen können. Nachdem ihr die Witchfarm entfernt, die Spawning Plattform gebaut und das Wasser abgelassen habt, solltet ihr ungefähr mit so einem Modell enden. Nun können wir weitermachen, indem wir nun unsere Pistons einsetzen bzw. diese überhaupt erst einmal bauen, welche nachher dafür sorgen werden, dass die Witches automatisch runtertransportiert werden. Los geht's, indem wir als erstes einen Pisten setzen, welcher nach oben ausgerichtet ist, dahinter einen Block, darunter einen Block und 1, 2, 3 weiterfolgende Blöcke. Diesen entfernen wir nun. Im nächsten Schritt setzen wir dafür dann hier vorne wieder einen Block mit einem Sticky Piston, welcher nach vorne ausgerichtet ist, ein Comparator, welcher in diesen Block zeigt, dahinter ein Hopper und ein Hopper, welcher in diesen Hopper zeigt. Nun entfernen wir den hinteren Hopper, setzen wieder den Hopper, sodass die beiden Hopper ineinander zeigen. Dort setzen wir jetzt einmal ein einzelnes Item rein und ihr seht, tada, eine Glock fängt an zu laufen. Diesen Effekt wollen wir natürlich nicht haben, deswegen setzen wir hier jetzt einmal einen Block aus Redstone hin und sobald nun nach eine Hexe unsere Tripwire Hook berührt wird dann der Pisten nach unten gefahren und solange sie diesen berührt wird das Wasser nach vorne getrieben und die Hexe fällt nach unten. Um dieses nun hervorzurufen können wir hingehen und fangen mit der zweiten Ebene an. Das heißt wir werden jetzt hier genau das gleiche machen wie zuvor, das heißt hier vorne den Block setzen, dann dahinter wieder einsetzen und dann 1, 2, 3 weitere führen. Das müssen wir nun für alle Ebenen machen, sodass wir dann nachher bei einem Endprodukt landen, dass wir dreimal die Konstruktion, welche wir vorhin hier unten gebaut haben, hier übereinander haben. Nachdem wir nun alle drei Ebenen fertiggestellt haben, können wir hingehen, unsere Tripwire-Hooks nehmen und diese jeweils hier, hier, und hier oben drüber müssen wir noch mal einen zusätzlichen Block platzieren hierhin setzen. So haben wir jetzt unsere Dreierreihe einmal fertiggestellt. Diese müssen wir nun insgesamt neunmal nebeneinander bauen und das könnt ihr jetzt kurz machen. Nachdem ihr jede Redstone-Einheit neunmal nebeneinander gebaut habt, solltet ihr ungefähr mit so einer Farm rauskommen. Weiter geht es nun für uns, indem wir die Seiten verkleiden, dass das Wasser nicht drunter fließen kann. Ich habe das hier vorne schon einmal vorbereitet. Ihr geht einfach hier an die Seite, setzt hier einen Glasblock und zieht ihn einmal hier die Reihe entlang. Nun habt ihr die Möglichkeit, die Lücke hier zu schließen, mit Glas zu füllen. Beispielhaft so. Dies ist jedoch nicht notwendig, denn die Witches sind zwei Blöcke groß und können somit nicht hier entkommen. Weiter geht's, indem wir nun hier einen Block nach vorne, beziehungsweise zwei Blöcke nach vorne gehen, hier einen soliden Block draufsetzen und jetzt eins, zwei Glasblöcke nach unten gehen, wieder einen soliden Block setzen, Eins, zwei, Glasblöcke nach unten gehen, wieder einen soliden Block setzen und dann zu guter Letzt auch hier vorne Glas setzen. An jeden dieser soliden Blöcke setzen wir jetzt das Gegenstück zu unserem anderen Tripwire Hook, sodass diese sich nachher verbinden können. Und wenn wir das gemacht haben, machen wir das Ganze auch neunmal, verkleiden die Farm, sodass nichts an der Seite mehr hier rein und rauskommen kann. Und dann können wir uns schon dem Fallschacht zuwenden. Die Seitenwände sind nun installiert, unsere Tripwire Hooks sind auch angebracht und ich habe hier vorne schon mal den Fallschacht vorbereitet. Ganz wichtig ist, dass die Witches direkt sterben, sobald die aufkommen und genau deshalb müssen die Witches insgesamt eine Höhe von 32 Blöcken runterfallen. Das heißt, wir gehen hier zu unt zum untersten half setzen hier einen ganzen Block, dieser zählt als 1, und gehen nun 32 Blöcke runter und das natürlich in der ganzen 9 dicken Breite. Wenn wir jetzt hier unten angekommen sind das hier ist der 32. Block gehen wir noch mal ungefähr einen Block nach unten und setzen dann hier eine Reihe mit half so dass die Witches direkt sterben. Die Items sammeln wir natürlich auch direkt auf. Dazu setzen wir hier vorne irgendwo in der Mitte einmal einen Hopper, lassen dann die Items hier vorne auf der Platte auftreffen. Die Hopper sammeln die ein, führen diese dann natürlich direkt in unser System ein und alle Items sammeln dann sich hier vorne in der Kiste. Danach verkleiden wir hier vorne auf dieser Seite natürlich auch noch einmal die Lücke und im Grunde genommen ist die Farm nun schon fast einsatzbereit. Zwei beziehungsweise drei kleine Kleinigkeiten fehlen. Diese sind zuallererst natürlich das Wasser, welches wir hier vorne mit Source Blocks einmal über die ganze Breite setzen müssen. Das machen wir jetzt einmal direkt bei allen drei Ebenen. Und wenn wir das gemacht haben, sind im Grunde genommen nur noch zwei kleine Steps übrig, die wir machen müssen. Den einen können wir nun direkt machen und zwar bringen wir jetzt einmal hier vorne die Strings an. Diese gehen über die komplette Seite. Ihr müsst hier wirklich sehr genau hinschauen, dass ihr alles erwischt. Wenn ihr alles erwischt habt, seht ihr, dass das hier vorne funktioniert und wir sehen, tada, das Wasser fließt nach vorne und würde dann in diesem Fall die Hexe schon nach unten spülen. Nun bringen wir überall die Strings an, setzen hier oben und hier oben noch mal eine Reihe mit Glas drauf und dann können wir uns schon dem letzten Schritt und zwar dem Dach zuwenden. Zu guter Letzt bleibt nur noch ein Schritt übrig und zwar müssen wir nun das Dach für die Witch Farm anbringen, so dass das Lichtlevel in der Farm auf 0 sinkt und die Witches in der Farm spawnen können. Zuallererst haben wir natürlich hier unsere Strings angebracht und Vorteil dieser Farm ist es, wenn eine Hexe hier runterfällt, aktiviert sie nicht die anderen Pistons und somit ist die Spawnrate bzw. die Effizienz relativ hoch. Das schauen wir uns jetzt noch einmal an. Die Hexe spawnt wird runtergetrieben und aktiviert nicht die anderen Pistons, sondern fällt runter und stirbt. Nun fehlt natürlich nur noch das Dach und dazu bauen wir auch hier wieder unsere 6x9 große Grundplattform über unserer anderen Spawn-Plattform, die wir vorhin schon gebaut haben. Diese ist zwar nur mit zwei Blöcken Abstand über der normalen Spawn-Ebene angebracht. Das ist jedoch kein Problem. Nun gehen wir zu einer der Ecken und zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke in jede Richtung von der Ecke ab. Also von dieser Ecke auch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nun gehen wir dann hier seitlich zur Seite rüber und so sollte sich dann nachher automatisch jede Ecke mit der anderen Ecke verbunden haben und wir enden dann gleich mit einer von mir schon vorbereiteten Form. Diese sieht so aus, nun verbinden wir hier nun nur noch die geraden Flächen, füllen dann die komplette Fläche aus und dadurch, dass wir half -Slabs verwendet haben, können auch auf der Witch Farm keine Mobs spawnen. Im Grunde genommen ist die Witch Farm nun einsatzbereit und die ersten Witches können in unserer Farm spawnen. Nun wird bei euch folgendes Problem auftreten. Die Spawnraten der Hexen werden relativ gering sein, und das liegt daran, dass Minecraft so funktioniert, dass Mobs in einem Radius von 128 Blöcken um den Spieler herum spawnen können. Sobald ein Mob weiter weg ist als 128 Blöcke, die, die spawnt er und genau diesen Effekt machen wir uns jetzt hier zunutze, um relativ einfach und mit wenig Zeitaufwand die Effizienz unserer Hexenfarm zu erhöhen. Ich habe das hier vorne jetzt schon einmal beispielhaft gemacht. Ich befinde mich jetzt im Game Mode 3, beeinflusse somit also nicht den Spawn-Algorithmus und hier oben an diesem AFK-Punkt steht mein Hauptspieler, welcher nun 128 Blöcke über dem Punkt sich befindet, wo die Hexen aufschlagen. Damit haben wir nun folgenden Effekt. Die Hexen können im Grunde genommen nun nur noch in der Farm spawnen und in einem kleinen Bereich um die Farm herum. Diesen habe ich jetzt einmal mit Fackeln ausgeleuchtet. Natürlich kann noch der ein oder andere Slime das spawnen, aber wie ihr seht ist es nicht wirklich viel Arbeit, welche ich hier gebraucht habe. Natürlich muss man auch ein paar Höhlen ausleuchten, welche sich unter der Farm befinden. Dieses ist jedoch anders als beim per Perimeter, den wir in unserer World Tour gebaut haben. Denn hier haben wir den Vorteil, dass wirklich nur ganz, ganz wenige Höhlen hier in der Nähe ausgeleuchtet werden müssen. Sondern nur die Höhlen, welche sich ganz, ganz nah zur Farm befinden. Das geht alles relativ schnell. Und sobald man diese paar kleinen Höhlen ausgeleuchtet hat, ist die Effizienz der Farm schon sehr, sehr hoch. Wenn ihr das bis auf das Optimum getrieben habt, habt ihr hier nachher eine Spawn- bzw. Itemrate von um die 5200 Items die Stunde. Ihr seht, die Drops gehen wirklich sehr, sehr schnell, sehr hoch. Wir können hier vorne mal in die Kiste reingucken und innerhalb von, weniger, innerhalb von wenigen Minuten kriegt man doch eine sehr, sehr hohe. Anzahl. Um den perfekten AFK-Punkt zu finden, öffnet ihr einmal euren F3-Screen -F3 und wir sehen, unsere Kiste befindet sich hier ungefähr auf der Höhe von 28 Blöcken. Dazu addieren wir jetzt einmal die 128 Blöcke des Spawn-Radius. Das heißt, ihr steckt euch in der Mitte der Farm nach oben, bis ihr ungefähr auf einer Höhe von 155, 156 Blöcken angekommen seid. Setzt dort eine kleine Spawn-Plattform. Am besten geht ihr mit einer Leiter hoch. Leuchtet einmal die Höhlen, die in der direkten Nähe sind. Die Bereiche, die hier am Land in der direkten Nähe sind, aus und somit habt ihr schon eine sehr, sehr hohe. Spawnrate, ohne dass ihr sehr, sehr viel Arbeit investieren müsst. Im Grunde genommen ist das Tutorial nun fertig. Ich hoffe dieses kleine Video hat euch gefallen. Die Witch Farm benutzt keine Bugs, wird also in zukünftigen Versionen hundertprozentig auch weiter funktionieren. Auch in den alten Versionen funktioniert die Farm ohne Probleme und genau deshalb hoffe ich, dass diese Witch Farm das passende Design für euch ist. Bitte vergesst nicht bei Void auf dem Channel vorbeizuschauen. Der hat wie gesagt diese Farm entwickelt und er wird sich sicherlich freuen, wenn ihr auch den ein oder anderen Daumen nach oben oder vielleicht ein Abo dalasst. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zusehen. Falls ihr Fragen habt, geht in die Kommentare. Außerdem findet ihr unten in der Video- in den Videobeschreibungen viele weitere interessante Tutorials und ansonsten wünsche ich euch jetzt dieser Stelle viel Spaß beim Nachbauen.